Willkommen zurück zu Final Fantasy VII und ja, wir haben jetzt endlich die richtige Marlene gefunden. Hoppla. Aber wir schaffen das. Wir bringen sie aus dem Sektor. Schluss mit dem Versteckspiel, Aeris. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Dir passiert nichts, okay? Mhm. Machen wir einen Handel. Komm schon raus und stell dich! Hm? Dort vorne. Ha? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Aua! Tiefer! Da bin ich! Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon. Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Wo ist der? Nee, das gefällt mir so nicht. Au, 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 au. Wer zeigt ihr den Weg? Drohnen? Ach, ich hasse diese Dinger. Aber das macht nichts. Magie. Blitz. Ihr seid massiv anfällig gegen diesen Kram. Versteckst du dich vor mir? Nein, ich verstecke mich nicht vor dir. Aber komm doch einfach mal aus deinem kleinen Hubschrauber raus. Dann reden wir mal so Gesicht zu Gesicht. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Dann könnte ich dir doch einfach mal ein bisschen deine Kühlerhaube frisieren. Was hältst du denn davon? Das wäre doch mal ein vernünftiger Deal. Was steht denn da für ein Ding? Das ist ein komischer Hubschrauber, vor dem habe ich Angst. Ich nehme mal lieber die andere. Oh, verdammt. Volle Kraft! Einfach mal. Hack, 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 hack. Drauf da. So, Maggi. Nee, einfach nur ganz normal Blitz, bitte. Ach nee, Blitz wollte ich. Auf ruhig die Drohne. Au. Ah, Glück gehabt. Ich dachte gerade, ich bin da voll reingelaufen. Na, wo ist er? Da ist er. Na los, hau schon ab! Und cool. Aber egal, da kommen wir durch. So, wir müssen einen richtigen Moment abwarten. Ich glaube, hier ist ein guter Weg. Ja, das sieht gut aus. Da hockt einer. Hast du immer noch nicht genug? Ach, damn it. Und das nur, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich hier nochmal eine Kiste oder was dergleichen. Gut auf das Geschützte. Gewitter.
So, jetzt nochmal. Blitz und Donner auf dich. Träumt schön weiter! Kann ich nicht so was von dir bekommen? Hier geht's auf jeden Fall runter. Warum gibst du nicht endlich auf? Eigentlich will ich gar nicht runter. Aber das sieht so aus, als ob ich hier irgendwas verpasst hätte. Na, dann bleib halt, wo du bist! Mach ich auch. Na, damn it nochmal. Und das nur, weil ich der Meinung bin, dass hier vielleicht irgendwo eine Kiste rumfliegt. Moment, auf der Flucht? Ach so, wenn ich weit genug weglaufe, dann kann ich auch fliehen. Das wusste ich vorher nicht. Nein, wir nutzen Blitzra. Ah, da ist der Hubschrauber wieder. Magie, Blitz, hau das Ding weg und gut ist. Ausgezeichnet. Dann komm noch runter, Reno. Dummer Laberkopf. Hey, 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 hey! Ach, verdammt, wir sind hier echt einmal im Kreis gelaufen. Das ist peinlich. Aber okay, das passt. So, Gegenstände. Ich hab immer einen Supertrank. Na los, hau schon ab! Da ist er. Und diesmal wird alles einfacher. Hoch da. Und weiter hoch. Ach. Gedisten. Oh. Na, das glaubst du jetzt? Ich mach dich schon klein. Ich krieg dich schon klein. Na komm. Und jetzt steht hier wunderbar zusammen. Und gut ist die Geschichte. Das reicht mir noch nicht. Wir müssen hier weiter. Na, erstmal schön gegen die Drohne gefeuert. Kommt der jetzt an? Der kommt an. Aber, ach, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Gut. Okay, hier kommt man nicht hoch. Das ist schade. Dann da lang. Ah, perfekt. Einmal hier rüber. Dann bleib halt, wo du bist. Yep. Mach ich. Ja. Was war das denn? Das sieht irgendwie gefährlich aus, da hoch zu wandern. Macht nichts. Gegenstände. Nochmal einen Supertrank hinterher. Und ab geht die Post. Die haben jetzt von hier, glaube ich, kein richtiges Schussfeld auf mich. Das ist gut. Okay. Jesse gibt hier auch massiv Gas, was das Ganze angeht. Alles klar. Ich sehe keinen. Na. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier keinen keinen Root unterwegs und keinen Hubschrauber. Na, so viel zum Thema. Vielleicht nicht unbedingt. Au! 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 Sie haben die oberste Etage unter Kontrolle. So, zum Thema kein Hubschrauber. Ah, was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Ja, das ist richtig. Das sind wirklich kleine Fische. Ich mache mich.
mich jetzt an die Aktivierung. Roger. Was geht denn hier gerade ab? Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen wegen des Hubschraubers. Waren das alle? Nein, das waren noch nicht alle. Da ist noch einer. Komm mal runter, Kollege. Gut, hab dich. Hoch mit dir. Ich habe das Gefühl, da sind noch zwei Lasergeschütze. Zwei Geschütze, ja. Magie, vielleicht kriege ich die mit Blitzra beide gleichzeitig erwischt. Ne, leider nicht. Na gut, dann versuchen wir es jetzt. Ne, Limit Break. Okay. Fertigkeit. Wir versuchen es mit Mutangriff auf das Ding. Ah, geht doch. Schluss damit. Ich hasse diese Geschütze. Und wo kommst du auf einmal her? Und überall diese Kombattanten. Wait. Wir brauchen einmal Magie. Und zwar Vitra. Auf Cloud. Jetzt reicht's mir ja aber. Hä? Ich brauche erstmal ein. Erstmal ein Äther. Okay. Und jetzt hole ich euch mal hier ganz gemütlich einen nach dem anderen weg. Mit dir fange ich an. Du bist der Nächste. Und jetzt gibt's dich noch. Ah, da oben hockt noch einer. Runter mit dir. Blödes Vieh. Irgendwas ist hier. Achso. Da geht's einfach weiter. Moment, wir gehen nochmal zurück. Ganz so stumpf dran vorbei wollte ich dann doch nicht laufen. Weil wie gesagt, nicht, dass es hier irgendwo irgendwas gibt, was wichtig wäre, was ich dann einfach links liegen lasse. Wie zum Beispiel die Kiste hier gerade, an der ich vorbeigelaufen bin. So, Elixier. Das ist doch mal was. Das kann man immer gebrauchen. Gut, sonst war hier nichts weiter. Und jetzt können wir hier diesen schmalen Steg in schwindelerregenden Höhen gehen. Ganz vorsichtig. Alles wird gut. Komm hier durch. So, und hoch da. Oh. Oh. Die schon wieder. Jesse! Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun.
wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Eine Jessie-Spezial? Ja, genau. Aber ich kann... Ach nein. Tifa weint ja. Wollt ihr nicht langsam los? Ich fühle mich sonst so beobachtet. Jessie. Tifa. Ohne Worte an dieser Stelle. Wie viele Meter sind denn das denn noch bis nach oben? Ich habe nämlich das dringende Bedürfnis, Leuten das Gesicht zu vermöbeln. Oder wie ein Duden zu, wie ein Lexikon zur Hand haben. Aufschlagen, zuschlagen und immer wieder nachschlagen. Ach, ich glaube, wir haben es geschafft. Hier schon die Coca-Cola-Box. Wir haben hier drei Gegenstände, oder besser gesagt drei neue Gegenstände. Oh, massiv reduziert, das nehmen wir doch gerne entgegen. Zwei massiv reduzierte Äther, zwei massiv reduzierte Phönixfedern. Perfekt. Wir nehmen trotzdem noch ein paar Äther mit. Hm. Kann ich mehr als einen neuen kaufen? Na gut. Los geht's. Einmal kurz ausruhen. Nach dem Schock brauchen wir das definitiv. Und jetzt werden mal ein paar Shinras geklatscht, würde ich sagen. Na, ja, ich höre schon Barrett. Ist wohl Zeit für eine Revanche. Blut! Turks! Nichts Persönliches, Alter! Ja. Angelegt, das sage ich euch.
Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Da! Misch dich! Gefälligst nicht rein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns tötet. Hält man nicht zum Nachen. Okay, du. So brauchst du mir jetzt gar nicht antanzen. Und weiter. So. Fangen wir doch mal an. Analysieren. Feuer? Nee. Wirksam? Im Grunde alles. Hoppla. Und jetzt kommen wir wieder dazu. Au. Wait. Wir machen mal hier ein bisschen Barriere auf Cloud. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ah, ich wollte eigentlich noch Magie ausrüsten, solche Späßchen. Aber egal, das wollte irgendwie nicht. Dann wird mal Zeit für Feuer. So. Cloud hatte jetzt auch gerade ein bisschen mehr Pep. Also nutzen wir ruhig Feuer. Und packen wir mal so ein bisschen mächtig auf die ein. Au, 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 au. So. Ihr seid wirklich verdammt hartnäckige Nervenseelen. Bombenabwurf einleiten. Was? Verdammt! Hier macht wohl jeder Vollidiot einfach, was er will. Ich schließe mich auf. Der Hubschrauber! Keine gute Nummer. Was jetzt? Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Wie gemein. Aber. Nee, das bringt nichts. Vitra auf Cloud. Cloud nutzt jetzt auch mal was. Und zwar seinen Kreuzschlag auf Reno. Sonst noch Wünsche? Das war's. Komm, du willst mir auf die Art und Weise antanzen? Dann wie wär's einfach mal mit einem Blitz. Okay. Jetzt wird's doch richtig lustig. Komm, Reno. Die Lektion werdet ihr heute lernen. Mit Tags legt man sich besser nicht an. Das sagst du jetzt? Ganz schön ambitioniert. Nochmal. Einfach mal die Angriffe abwarten. Und jetzt. So, nächster Anlauf. So, Reno ist der Erste, der drin, der da drauf feuern wird. So, alle haben ihre Magie. Ach, sehr geil. Cloud hat keine Magiepunkte mehr. Das macht überhaupt nichts. Ether auf ihn. Dann Magie. Engel ist hier irgendwie nicht so das, was wir brauchen. Aber das macht hier überhaupt nichts. Wir können ja trotzdem. Schluss jetzt. Ey. Wir könnten ja trotzdem eine Fertigkeit von
Ja, okay, meinetwegen. Aber tiefer kann Magie wirken. Auch wenn es nur Feuer ist. Aber bitte auf Reno. Au! Ja, da kommen wieder die Schläge. Egal, die kümmern sich um Reno. Dann kümmere ich mich jetzt hier um Root, wollte ich sagen. Na, komm, was soll's. Und Tiefer nutzt Vitra auf Cloud. Und ich glaube, da lebt hier noch einer. So, der erste. Und der zweite. Oh. Der zweite macht hier auch irgendwelche Macken. Aber egal, wir haben's. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Wie lässt es sich stoppen? Kannst du klicken? Verschwindet! Wieder dieser große Viecher! Tiefer! Was zum... Gar nicht cool. 27 Sekunden. Weniger cool. Jetzt, Cloud, beweg dich. Okay, wir müssen den langen Weg gehen. Alles ist gut. Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten!